Okay, das ist das Hilton Conrad Hotel am Strip in Las Vegas. Ja, und hier ist das Encore. Kann man jetzt von hier nicht sehen. Das ist das Encore und wir sind hier im 8. Stock auf dem Parkplatz im Encore Parking Lot. Das ist der Trump Tower. Man sieht es an dem T hier. Trump Tower. Und das ist das Vince. Da waren wir vor Jahr, ich weiß nicht, wann die eröffnet, am 98 oder was, waren wir zur Eröffnung dort beim Vince. Und hier, da ist das Sphere. Die haben jetzt leider, bewegt sich da nichts mehr, sondern das steht jetzt schon mindestens eine Dreiviertelstunde, dieses Bild. Irgendwie, ja. Und wegen dem Sphere sind wir ja diesmal da. Und da ist mein Bier. Ja, Milwaukee's Best Ice. Das ist das Bier, was ich meistens in Amerika trinke, ja, weil das ordentliche Prozente hat, nämlich 5,6 und trotzdem wie Bier schmeckt, also kein IPA oder sowas ist. Ja. Also ich muss mal gucken, wo steht es? Steht vielleicht irgendwo drauf. Eis. Best Eis, also es ist Eisbier. Nehme ich jetzt mal einen Schluck und dann gucken wir uns hier mal noch ein bisschen Las Vegas an. Ist ja wahnsinnig, wie das gewachsen ist, kann man kaum glauben. Hier sind viele Hubschrauber unterwegs, die Touristen hier über die Sphere fahren, fliegen zum Aufnehmen. Na, das ist jetzt ein Flugzeug, weil komischerweise, naja, die haben die Flugrichtung geändert, ne? Weil es geht ein leichter Wind und die landen jetzt hier, da hinten, hinter der Sphere ist der Flughafen. Ja. So, und da ist Westgate und hier, das ist das, wie heißt das aus Miami, das Hotel, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, da bauen sie schon seit 10 Jahren, bauen sie an dem rum, ein paar Mal pleite gegangen und jetzt soll es irgendwann eröffnet werden, nächstes Jahr oder im Herbst oder im Winter oder irgendwann soll es eröffnet werden. Wie heißt es nochmal? Fällt mir nicht mehr ein. Ein ganz bekanntes Hotel, uraltes Hotel in Miami am Beach, nicht am South Beach, sondern ein bisschen weiter oben. Verdammt, warum fällt mir der Name nicht ein? Naja gut, das ist das Alter. Also, nochmal zurück, wo wir hergekommen sind. Hilton Conrad Hotel, genau, und die haben natürlich auch eine Lightshow. Ja, natürlich nicht so wie in New York am Times Square, aber doch immerhin. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein, Fontainebleau. Fontainebleau soll das Hotel heißen, wenn es mal irgendwann fertig ist, genau. Ja, und da unten, da ist der Dschungel. Der Vince, das ist ja der Nachname von einem Mann, ein alter, also mittlerweile alter Mann, aber der war zum Urgestein der Casino-Könige, hat er gehört. Und dann hat es irgendwann mal, der war glaube ich schon in Rente oder was weiß ich, und hat es ihn geärgert, dass die kein Niveau mehr haben, die angeblich nach seiner Meinung die Hotels. Und dann hat er das Vince gegründet und das Encore gehört ihm auch. Und ich weiß nicht, was ihm noch gehört. Und da hinten ist das Hilton, das normale, also ja auch mittlerweile neu gebaut. Ich glaube, das alte Hilton, wo der Elvis aufgetreten ist, das haben sie weggesprengt. Das muss hier irgendwo hinter, da muss das irgendwo gewesen sein. Keine Ahnung. Naja, das hat sich gewaltig verändert. Als wir das erste Mal hier waren, das war 1986, haben wir im Flamingo Hilton übernachtet. Und da gab es nur gegenüber das Caesars und das war relativ klein. Daneben das Bally und dann gab es eine ganze Weile gar nichts mehr, bis hinten dann zum Tropicana. Und hier war quasi nichts. Also kann man sagen, da war nichts da gegenüber. Da haben sie damals das Mirage gebaut. Ja. Aber ja, so war es halt. Und jetzt haben die hier gebaut wie die Wahnsinn. Das Westgate, da habe ich auch schon mal was drüber gehört. Die machen eben irgendwelche Shows, so im Frühjahr oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, so, keine Ahnung, Hillbilly-Shows oder sowas. Naja, und das ist, glaube ich, das Convention Center. Ne, das, was ist das nochmal, was hier bringt? Ja, wie gesagt, also wenn du nicht regelmäßig mindestens 2-mal im Monat... Ah, jetzt geht's wieder los hier. Ja.